Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Coconut Live Podcast Folge. Erst einmal vorab großes Sorry, es war etwas trubelig in meinem Leben auf diversen Ebenen. Insofern bin ich leider da nicht dazu gekommen, wöchentlich diesen Podcast zu veröffentlichen. Ich werde auch am Ende der Podcast Folge noch etwas zu den Veröffentlichungsthemen sagen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Thema an, dieses Podcast. Und das ist aus gegebenem Anlass, vertraue deinem Tempo. Zeit wird ja irgendwann wirklich zum kostbarsten Gut, das wir haben. Und ich erlebe es bei mir, ich erlebe es aber auch bei vielen anderen Menschen, dass wir versuchen, alles Mögliche wirklich möglich zu machen. Und wenn du so von einem Ding zum nächsten hetzt, gibt es da diverse Themen bei. Zum einen, du machst nichts mehr, im schlimmsten Fall machst du nichts mehr richtig, weil du einfach versuchst, alles irgendwie zu regeln, aber du genießt den Weg nicht mehr. Und den Weg zu genießen ist so unglaublich wichtig, weil ich weiß nicht, wie du das hältst, aber früher habe ich immer gedacht, ja, man muss am Ziel ankommen, dann ist gut. Und letztendlich ist es natürlich mega gut, an Zielen anzukommen. Und ich will dir auch nicht sagen, wirf alle Ziele über Bord. Ich will dir halt nur sagen, wir werden immer unfertig sein. Ja, weil wenn wir ein Ziel erreichen, wird das nächste kommen. Wir sind auf dem ständigen Weg, neue Dinge zu entdecken, zu erreichen, zu integrieren, zu lernen. Und das ist alles total super. Nur, wenn das dazu führt, dass du von einem zum nächsten hetzt, dann kann das aus meiner Sicht nicht die Lösung sein. Ja? Und ich finde, da wiederum kannst du auch sehr schön deine Haltung üben. Das ganze Leben bringt dir Dinge, mit denen du lernen kannst. Und das sind manchmal wirklich ganz banale Dinge. Beispielsweise gerne ja das Thema IT-Technik. Ne? Du hast dir irgendwie vorgenommen, du möchtest das und das machen und die Technik spinnt. Keine Ahnung. Will einfach nicht so, wie du möchtest in dem Augenblick. Jetzt kannst du natürlich den Rechner nehmen und aus dem Fenster werfen oder vorher nochmal heftig auf die Tastatur kloppen. Hilft dir in der Regel nicht, richtet nur einen größeren Schaden an. Und ich glaube, dass wir diese Momente bekommen, um diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten, den Heinz von Förster so schön benennt, wenn er sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, in dem wir frei wählen können. Ich glaube, dass wir manchmal getestet werden, wie sehr bleiben wir bei uns, wie sehr gehen wir bewusst auch mit unserer Reaktion um, gerade wenn wir wütend sind oder ängstlich oder traurig, wie sehr schaffen wir es, einen Moment zu setzen zwischen Reiz und Reaktion. Und da interessanterweise liegt auch deine Zeit. Ja, da merkst du auf einmal, dass du Zeit auch anders erlebst. So. Und natürlich gelingt uns das nicht immer. Und natürlich sind wir manchmal schneller, als wir irgendwie gucken können. Und dann, keine Ahnung, ertappst du dich dabei, dass du ärgerlich wirst oder automatisch reagierst. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Auch da geht es natürlich immer darum, milde mit dir zu sein. Aber wenn du diesen Raum betrittst, wo du frei wählen kannst, kriegst du ganz, ganz viel Macht über dein Leben und ganz viel Kraft. Und Selbstwirksamkeit könnte man das anstelle von Macht nennen, wenn Macht ein Wort ist, was du nicht so gerne magst. Auch immer wichtig, dahin zu gucken, gerade als Führungskraft. Genau. Deine Emotionen, wenn du dir vorstellst, ne, manchmal denke ich auch so, ja, ne, wir sagen mal, die Welt wird immer komplexer. Ist es tatsächlich so? Ist es tatsächlich so, dass die Welt immer komplexer wird? Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir bewusster werden, mehr Schnittstellen mitbekommen, die aber immer da waren. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir bewusster werden, nicht tatsächlich die Welt komplexer wird, sondern wir aufgefordert sind, viel stärker bei uns selber anzukommen und uns selber reinzuhören und zu schauen, was will jetzt von mir gesehen werden und was ist jetzt für mich wichtig. Und das geschieht in der Stille, nicht in der Hektik.
Und das wiederum erfordert von dir, dich zu fragen, was wäre, wenn es leicht wäre? Was wäre, wenn ich den Raum hätte oder ihn mir einfach nehmen würde, obwohl ich gerade 6 Milliarden Dinge gefühlt auf dem Tisch habe und jeder gefühlt irgendwas von mir möchte, was ich vielleicht auch super gerne erfüllen möchte, aber merke, dass ich da an meine Grenze komme. Also, wie wäre es einfach? Wie gesagt, versuche mal das Außen, da ertappe ich mich in letzter Zeit häufiger bei, wirklich mal die Verbindungslinien zu kappen vom Außen, nicht im Sinne, dass ich nicht in Kontakt stehen möchte, aber wirklich mal zu gucken, was gehört zu mir, was ist jetzt sozusagen meine Herausforderung, was ist auch die Herausforderung meines Gegenübers, auch Frieden damit zu haben, dass Menschen ihre eigenen Herausforderungen auf ihre eigene Art und Weise lösen dürfen oder auch nicht lösen dürfen, dass ich merke, also als Gegenüber, oder vielleicht feststelle für mich, dass es vielleicht schwerfällt, das auszuhalten, aber dass es auch in mich nichts angeht und nicht mein Job ist. Ja, natürlich als Führungskraft stehst du als Pairingspartner da, aber du kannst deinen Mitarbeiter auch nur einladen und ihm sozusagen liebevoll ein Sounding Board zu sein. Die Entscheidung, ob er sich verändert, ob er gewisse Themen angeht oder nicht angeht, liegt bei ihm. Du kannst dann wiederum überlegen, ob mit der Art und Weise, wie diese Person Entscheidungen trifft und welche Prioritäten sie setzt, ob das für dich und dein Unternehmen und das Team überhaupt passt. Ja, es geht also darum, das mal zu entstricken und das, was zu dem anderen gehört, mal bei ihm zu lassen, auch wenn du für das Gesamtergebnis zuständig bist. Und die Person da zu lassen und zu schauen, was braucht es denn jetzt? Und wenn der Computer nicht funktioniert, um da wieder zurückzukommen, finde ich das meistens, ich nehme das immer als ein kleines Zeichen dafür, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ein Zeichen dafür, nochmal zu reflektieren, ob ich da tatsächlich auf dem richtigen Weg bin und auch gerade die richtigen Prioritäten setze. Meistens hängt der Rechner sich dann auf, wenn ich irgendwie nerdy werde, ja, und vom Hundertsten ins Tausendste komme und eigentlich so ein bisschen den Überblick verloren habe. Und ich will dich einfach einladen, das klingt vielleicht auch ein bisschen, es ist natürlich alles keine Wahrheit, ne, aber da ein bisschen flexibler zu werden, ne, wenn der Druck von vorne kommt, nicht irgendwie davor stehen zu bleiben und Gegendruck auszuüben, sondern, ne, das lernen wir schön im Kampfsport. Ich mache seit neuester Zeit Kampfsport, ist voll geil, macht mir total Spaß. Die wirklich auszuweichen, flexibel und die Kraft des Gegenübers und dem, was dir entgegenkommt, zu nutzen. Und was das dann im Einzelnen heißt, das ist an dir, das herauszufinden. Und dich da einfach ein bisschen drauf einzulassen. Und wir kommen ja jetzt in eine etwas emotionalere Zeit mit Weihnachten und den ganzen Sachen, wo manchmal diverse Herausforderungen auf uns warten, weil einfach Emotionen hochkochen oder Sachen sich angestaut haben über das Jahr, die dann abfließen wollen, wie auch immer wir das deuten wollen. Und ich möchte dich einfach einladen, in deinem Tempo zu gehen, dich nicht hetzen zu lassen, immer mal wieder bei dir selber anzukommen und zu gucken, was ist denn für mich im Augenblick wichtig. Du kannst dich fragen, was ist für mich wichtig und trotzdem zugewandt deinem Gegenüber bleiben. In dem Wissen, dass jeder für seine Sachen zuständig ist und verantwortlich ist. Du bist nicht für die Welt verantwortlich. Und zu schauen, was ist mein Tempo jetzt? Was ist für mich wesentlich? Wenn Einschläge kommen und du irgendwie feststellst, oh, ist kacke, irgendwas läuft nicht, ich bin genervt, gereizt. Na, deine Emotionen sind da ein wichtiger Spiegel für dich, um zu gucken, ist es bei mir, bin ich in meinem Gleichgewicht oder bin ich das nicht? Und wenn du es nicht bist, mal zu schauen, was wäre denn, wenn es leicht wäre? Wo mache ich es vielleicht unnötig kompliziert? Wo hänge ich mich in Sachen rein, die mich nichts angehen? Und wo gilt es vielleicht auch einfach für mich, eine Entscheidung zu treffen und zu der zu stehen, auch wenn die wehtut? Und apropos Entscheidung, hatte ich am Anfang des Podcasts angekündigt. Ich habe auch eine Entscheidung getroffen in Bezug auf diesen Podcast. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich diesen Podcast über alles liebe und ich liebe das auch, hier diese Folgen einzusprechen und das zu schreiben. Ich merke aber, dass mein Job im Augenblick und auch vor allen Dingen eine
private, familiäre Situation mit einer Krankheit mich da sehr fordern. Und ich habe für mich entschieden, dass ich mich nicht mehr daran aufhängen werde, dir jeden Donnerstag eine Podcast-Folge in deine Mailbox oder Postfach oder wo auch immer hin zu bringen. Ich finde, wir leben in einer Zeit, wo alles im Überfluss vorhanden ist. Und vielleicht ist es auch ganz schön, ein bisschen mehr mit Spannung zu erwarten und sich vielleicht auch ein bisschen stärker und tiefer mit den Podcast-Folgen auseinanderzusetzen. Wenn du den Podcast nur hörst, dann liest du vielleicht auch den Artikel dazu, weil in der Regel haben die nochmal unterschiedliche Aspekte, die sie beleuchten, auch wenn es um ein und dasselbe Thema geht. Und auch ein bisschen mit Freude zu genießen, wenn dann mit Spannung zu gucken, wann kommt die nächste Folge. Ich habe schon den Wunsch, eigentlich dir jede Woche eine Podcast-Folge zu geben, mindestens jede zweite. Ich werde das aber wirklich schauen, wie das passt, weil ich möchte nicht dir einfach was vor die Füße knallen, was da nicht mit Liebe und Hingabe gemacht wird, weil dazu liebe ich diesen Podcast zu sehr und ich bin sicher, dass du dafür Verständnis hast. Und wenn du da nicht kein Verständnis für hast, dann tut mir das sehr, sehr leid. Dann schau, dass du vielleicht in den Archiven unter Inspiration auf meiner Webseite www.kokona-live.de/inspiration findest du so viel Input. Du kannst auf den YouTube-Kanal gehen, da findest du auch so viel Input. Du kannst, wie gesagt, sonst auf den Blog gehen oder auf Instagram kommen. Da gibt es auch immer mal wieder Inspiration und auf LinkedIn und Xing. Es gibt so viel Content von mir da draußen. Und vielleicht ist es ganz schön, dass du das zum Anlass nimmst, wenn du diesen Podcast magst, wovon ich ausgehe, weil du ihn gerade hörst und auch bis zum Ende, da einfach für dich nochmal zu tauchen. Erlaube dir auch tiefer zu gehen, die Sachen vielleicht nochmal zu lesen und aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und ich glaube, auch darüber bekommen wir ein bisschen mehr Ruhe rein, und zwar wir alle. Und und trag dich in den Newsletter ein, weil da werde ich immer die Folgen halt auch für dich zusammenfassen, plus anderen Dingen, die ich da kundtue. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. In diesem Sinne sage ich auf bald. Schön, dass du da bist. Es ist ein Riesengeschenk. Mach es gut. Bis dann. Ciao.